Willkommen zurück, Reisende. In der letzten Folge hatten wir die schlimmste Mission ever. Die hat sogar mein OBS zerschossen. Ich hoffe, Ton und Bild sind nicht allzu schlimm geworden. Als nächstes werden wir jetzt erstmal die Piratenmission machen und unser Fracht aus diesem System hier bringen. Weil wir ja immer noch diesen Frachterkampf dauerhaft hier haben. Dann können wir auch gucken, ob unsere Fregatten zurück sind. Scheint so. Also 3 See, 4, 5, ja, scheinen zurück zu sein. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, dann auch gerne abonnieren und liken. So. Dann gucken wir, ob wir die Traumantenne für das lebende Schiff bekommen haben. Und dann werden wir mit unserem Frachter erstmal das System hier verlassen. So, mal gucken gehen. War ja hier. So. Nachbesprechung. Gucken. Traumantenne. Oh, direkt bekommen. Das ist doch schön. Der Rest ist Müll. Auch keine Sau. So, direkt herstellen, damit wir es nicht vergessen. So. Das Ei haben wir hier im Frachter. Das machen wir dann ein andern Mal. Wichtig war ja erstmal die Traumantenne. Mit der können wir nämlich dann auch lebende Fregatten suchen. Natürlich holen wir uns die dann direkt in S-Klasse. Also die erste ist meist C, weil man da sich durchklicken muss. Das zeige ich euch dann. Und je nachdem, was man anklickt, hat die unterschiedliche Werte, die erste lebende Fregatte. Gut, hier war nichts weiter. Sehr schade, dass man früher gab es hier, also gibt es heute jetzt hier noch einen Reiter zu breiten Gängen. Da muss man nicht so einen leeren Raum nehmen. Und so schöne schwarze Fußböden. Aber dafür habe ich zu spät mit dem Spielen angefangen. So, speichern, da wir jetzt ja die Traumantenne haben. So, jetzt werden wir einmal den Frachter hier wegbewegen. Obwohl, wir könnten auch gucken, was die Traumantenne will. Aber das Ei ja nicht mithaben. Dürfte es nicht die Quest für das lebende Schiff triggern. Mal gucken. Ach ja, geht hier natürlich wieder nicht. So, dann werden wir mal Impulsantrieb, wenn wir irgendwann mal weit genug weg sind. So. Traumantenne ist erwacht. Das dauert jetzt kurz. Ah, wir haben was entdeckt. Haben wir jetzt sogar die erste lebende Fregatte, die wir sehen. Also, eine kolossale, prachtvolle Kreatur treibt an meinem Raumschiff vorbei und scheint durch das Vakuum des Raums zu schwimmen. Ein Nimbus aus Sternenstaub umwogt sie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Reisender in der Unendlichkeit. Der Schicksale trafen wir aufeinander. Gelassenheit und Frieden überkommen mich in der Gegenwart dieser uralten Kreatur. Fühlt sich zutiefst vertraut an. So, als ob wir uns schon immer gekannt hätten. Ein Kett zu meinem Schussfaden, zusammengewebt im kosmischen Wandteppich. Ich bin froh, zusammen zu sein. Nach dem Wandteppich fragen.
Ich habe schon oft gesehen, wie sich dein Schicksal mit dem meinen verflochten hat. Soll ich mich noch einmal deiner Frachterflotte anschließen? Komm, lass uns gemeinsam träumen. Wer bist du in diesem Leben? Gemeinsam träumen. Die wallähnliche Kreatur öffnet ihren Rachen. Ein klangvolles Wiegenlied überschwemmt mich und taucht mein Bewusstsein in Wellen der Euphorie. Die Stimme des Wesens wird immer leiser, während sich in meinem Kopf seltsame Visionen manifestieren. So, je nachdem, was wir auswählen, ändert sich die Spezifikation der Fregatte. Also, Bewusstsein, Euphorie. Also bewegen wir schnell, denke ich mal. Umsehen wir Erkundung. Ich weiß nicht, was Erwecken macht. Können ja mal erwecken. Scheiße. Das war falsch. Das jetzt aber schlecht. Gut, wieder was gelernt. Es ist nicht erwecken. Da wir immer noch in demselben System sind, müsste es immer noch dieselbe, dasselbe lebende Schiff sein. Hoffen wir zumindest mal. Hinfliegen. Sieht das so ähnlich aus, oder? Jo, könnte ja dasselbe sein. Gut, dann klicken wir uns jetzt einmal durch, bis wir da wieder hingelangen. Gemeinsam träumen. So. Ah. Vielleicht nehmen wir mal fühlen. Ich schwimme mit schwerenlosen Gliedern durch ein Meer von Sternen. Ein System von Himmelskörpern taucht auf. Drei Welten laden mich ein, näher zu kommen. Doch ich weiß, dass meine Zeit hier flüchtig ist. Nur ein Planet kann erreicht werden. Ich presse meine Gliedmaßen an meinen Körper und tauche hinab zu. Eine belebte außerirdische Metropole. Von Indiumadern durchzogene Bergen. Megafauna-Ökosystem. Nehmen wir mal die Metropole. Ich verstehe, Reisender. Ich beginne, dich klarer zu sehen. Zeig mir mehr. Das Wiegenlied der Kreatur zieht mich weiter. Mein Körper ist ihr Körper. Wir eins schwimmen wir durch den Traum. Ich stehe auf der ungeschützten Oberfläche einer hitzeverbrannten Wüste. Schwefelhaltige Wolken ziehen über mich auf. Der Himmel grollt um meinen Anzug. Warnt mich, ein Feuersturm zieht auf. Wurmkristalle sammeln. Die Kreatur moduliert ihr Lied als Reaktion auf meine Wahl. Obwohl ich die Visionen gestalte, spüre ich das unbarmherzige Hochrutbeste. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Auf diese Weise einen eigenen Platz in unserer Partnerschaft finden will. Die Bilder verändern sich. Ich befinde mich auf der Brücke meines Hauptschiffs. Stiller Alarm. Kritische Energieversorgung. Alle Systeme fallen aus. Die Techniker brauchen Zeit für die Reparaturen, aber opportunistische Piraten werden wahrscheinlich jeden Moment den verwundbaren Frachter angreifen. Ja, Behörden können mich mal. Flüchten oder Energie sparen? Na, machen wir Energie sparen. Das Lied der Kreatur entfaltet sich zu einer Sprache. Ich spreche nun fließend jede der großen fremden Sprachen. Die Zeit vergeht unkonventionelle Weise und ich verbringe einen lohnenden Tag mit dem Training und dem Erlernen der Bräuche der Aikin, das sind Krieger.
Die Visionen verdunkeln und verstärken sich. Ich schleiche durch einen verfallenen Frachter. Groteske Eiersäcke hängen von der Decke, schwitzend und bebend. Die Säcke sind zahlreich und ich bin allein. Wir schießen drauf. Ein Notsignal führt mich in einen abgelegenen Sektor des Weltraums. Ich entdecke einen treibenden Piloten. Das Schiff in Trümmern, der Treibstofftank leer. Als ich mich nähere, versucht ein Gesetzloser zu fliehen. Wir beschlagnahmen den Treibstoff. Wir sind verloren in einer unbekannten Galaxie. Fremde Sterne ringsherum. Eine Drohung knistert in meinen Ohren. Übergib deine Fracht oder stirb. Das feindliche Raumschiff ist gut bewaffnet. Seine Ausrüstung ist der meinen überlegen. Es wird ein harter Kampf werden. Zuerst schießen. Das Lied beginnt zu verklingen. Blicke auf den Horizont eines atemberaubenden Planeten. Exotische Herden grasen friedlich auf duftendem Gras. Ausgedehnte unterirdische Höhlen sind von ungeheurem Reichtum erfüllt. Ich könnte verweilen oder diese Welt so verlassen, wie sie vorgefunden habe. Jede Spezies entdecken. Der Traum weicht zurück, die Realität tritt wieder in den Vordergrund. Ich sehe dich jetzt. Ich sehe die Stärke, die deine Flotte von mir braucht. Ich bin bereit, unsere Partnerschaft zu beginnen. Eine Fregattenflotte aufnehmen. Wie gesagt, C-Schiff. Zur Flotte hinzufügen. Damit haben wir unsere erste lebende Fregatte bekommen. Jetzt bräuchten wir dann, wenn wir eine weitere wollen, man kann immer nur eine pro System bekommen, eine lebende Fregatte. Den Detektor hier, den wir aus Meteoriten kriegen, sehr selten. Gut, man kann auch Glück haben und kommt recht schnell ein. Und wenn wir dann durch ein System fliegen, erscheint unten rechts verschiedene Symbole und oben in der Mitte auch. Und wenn eins aussieht wie ein, ja, hinten Fischkopf, mit Tentakeln anhalten und dann würden wir eine neue lebende Fregatte finden können. Aber wir wollten jetzt erstmal unser Schiff hier wegbewegen. Eine haben wir jetzt. Die können wir direkt losschicken. Mission. Wenn man eine lebende Fregatte mitschickt, besteht die Möglichkeit, Laichsäcke zu bekommen. So ein lebendes Schiff später. Um den Platz hier auszubauen. Es geht mit den normalen Erweiterungen, die wir haben, nicht. Braucht man spezielle für, und zwar heißen die Laichsäcke. Da werden wir die jetzt erstmal direkt auf Mission schicken, dann können die auch ein bisschen leveln. Und da schon wieder. Den nicht. Steht doch da hinten rum, oder? Da fliegt doch mal in die Richtung, in die ich will. Das sieht doch genauso aus, oder? Dasselbe Schiff. Gut. Ja, Teleporter sind natürlich nur auf der anderen Seite. So, Fregatte losschicken und dann andere Sternsysteme und dann machen wir die Piratenmission. Was waren das jetzt für eine? Mist. Ich stehe hier aufgepasst. Da organisch. Kampf, okay. Werden wir jetzt eine Kampfmission machen? Oh,
wir haben keine. Oh, dann machen wir die da. Nehmen wir den. Gott. Wir haben gar kein Erkundungsschiff. Oh, nee, das geht nicht. Ja, dann nehmen wir halt ausgeglichen. Da können wir den nehmen und das Organische. Und Handel haben wir eh gerade keine. Werden die mal S, wäre irgendwie sinnvoller. Machen wir jetzt hier noch eine Industrie. Schicken wir dann auch gleich wieder C mit. Das würde reichen, aber wir können ja noch eine mitschicken. So. Ja, die geht nicht und der hier. Ah. Sieht das aus, wenn wir alle losschicken? Drei. Oh mein. Wir werden ja dann eh uns nur lebende S-Fregatten holen. Und die anderen schmeißen wir alle wieder raus. So. Jetzt wollen wir irgendein anderes System. Wo wäre denn die Piratenmission eigentlich? Stimmt, sau weit weg, oder? Aktuelle Mission. Gott, was soll denn die sein? Die ist aber weit weg. Also da sind wir. Ah, und guck mal, da waren wir noch nicht. Da, nein, da. Oh, da. Dann werden wir jetzt dahin. Das erste Mal, dass wir mit dem Frachter reisen. Eigentlich mache ich das nicht. Ich lasse ihn immer nur irgendwo stehen. Weil ich habe ja ein Schiff. So müssen wir jedes Mal mit dem Frachter hinspringen, ein neues System. Gut, wir können den Planetenscanner nehmen, aber wir müssen trotzdem in unser Schiff steigen und auf die Raumstation im System, um den Teleporterpunkt zu erhalten. Daher. Ach nee, welche Richtung? Und daher laufe ich einfach. Nehme ich einfach. Was denn jetzt? Also, unser Frachter hat echt Probleme. Deswegen nehme ich eigentlich immer unser Schiff. Felsiger. Dickter Akrowächter war ja klar, ey. Eisiger. Wurstlos, ja gut, direkt umbenennen. Jetzt müssen wir extra runter zu unserem Schiff und dann auf die Raumstation, nur damit wir den Telepunkt in unserer Karte haben. Stehen hier schon wieder für Schrottdinger rum. So. Kann sein, dass wir die Fahrtmission einfach, weil wir zu weit entfernt sind, neu starten. Apollo, was ist denn jetzt kaputt? Ich habe deine Nachricht erhalten. Das ist ziemlich viel auf einmal. Eine Simulation, nichts ist real. Es aber irgendwie fühlt es sich so an, als würde das keine Rolle spielen. Nicht, wenn wir ohnehin sterben. Und ich habe darüber nachgedacht. Wenn ein Hilferuf des Atlas der Grund für die Probleme dieses Universums ist, dann ruft er schon sehr lange nach Hilfe. Diese 16 Minuten, ich wette, uns bleiben noch Jahre, bevor wir sterben. Fragen wir mal was sofort. Ich habe lange darüber nachgedacht. Darüber, dass wir uns nicht treffen können, obwohl wir uns scheinbar am selben Ort befinden. Ich glaube nicht, dass wir je im selben Ort waren. Ich glaube, diese Portale, die teleportieren uns nicht, die transformieren uns, die schneiden durch Dimensionen, das denke ich zumindest. Anders lässt sich all das nicht erklären. Und wenn die Mauern zwischen den Welten wirklich fallen, vielleicht können wir vor der Apokalypse doch noch einmal eintrinken gehen.
Lebewohl sagen. Ich verabschiede mich und sage Apollo, dass ich auf dem Weg zum Zentrum bin. Er sagt mir, dass er versuchen wird, vor mir dort zu sein. Wir sprechen über unsere gemeinsame Erinnerung, obwohl wir uns noch nicht besonders lange kennen, uns nie getroffen haben, meint er. Er sei stolz, mit mir zusammengearbeitet zu haben. Lebe wohl, mein Freund. Ja. Warum sagt er eigentlich andauernd die Traumantenne wäre Schrott? Warum halt eine neue? Also mal im Ernst. Ich höre nichts. So. Nee, erst Raumstation. Dann machen wir die Piratenmission. Die Teleporterpunkte sind wichtig, wenn man mal irgendwas braucht und hat man mehr Raumstationen zur Auswahl. Wegen den Händlern und alles. So. Teleporterpunkt. Dann können wir weiter. Nehmen wir jetzt die Galaxiekarte. So, der behauptet auch noch, das wäre so sauber. Nein. Das ist aber sehr weit. Aber wir können die auch in einem neuen System neu starten lassen. Mit Hilfe naher Strukturen neu starten. Dann dürfte die nicht mehr so weit weg sein. Markierten Koordinaten erreichen. So. Aber in welchem System? Das scheint ja immer noch so weit weg zu sein. Ist nicht deren Ernst jetzt. Eigentlich wollte ich nicht so weit reisen, aber naja. So, 4 Planeten, 2 Monde. Direkt natürlich gucken, ob hier irgendwas Schönes ist. Was ist denn das für eine Dateneinspeisungssequenz, die wir immer erhalten? Verstehe ich gar nicht. Was will denn das sein? Gefrorener Planet. Also, falls das jemand schon mal hatte, kann er mir das gerne mitteilen. Ich habe das noch nie gehabt, diese lila Einblendung im Bild. Holender Planet. Warte mal, wo ist denn der da? Der ist so rum. Gemäßigter Mond. Sternkorruption entdeckt. Was soll das denn sein? Zensiert. Es könnte ja sein, dass da nur eine Lebensform gibt. Wir müssen ja nämlich noch Lebensform scannen. Sonst können wir die Atlas-Mission nicht abschließen. Weil da muss man die Meilensteine vorweisen. Gerippter Mond. Dann landen wir jetzt mal auf dem links von uns. Und auf dem da hinten. Zensiert. Aha. Und Sternkorruption. Also davon habe ich noch nie gehört. Also, natürlich weiß man den Begriff einzuschätzen, aber nicht als Planetenname. Also auf dem Weg nach unten hat er 4-mal die Farbe geändert. Welche Farbe hat er denn jetzt wirklich?
Scharlachroter Regen. Was stimmt denn hier mit dem Gras nicht? Im Schiff ist es lila, wenn du aussteigst, ist es braun. Das ist ja komisch. Effektgras. War doch eben ein Tier. Wie gibt's hier? 7. Wollt ihr alle finden? Da ist noch eins. Da ist eins. Da ist eins. Machen wir direkt 4 Stück. Komische Bäume. Ah. Nichts anderes hier. Warum ist das jetzt eine Sternkorruption? Scharlachroter Regen, gewöhnlich umfassend viel. Echter abwesend. In Ordnung. Auf jeden Fall hat der Effekt Gras. So ist es rosa und wenn du landest, ist es lila, braun. So. Der andere war aus dem All betrachtet rot. Müssen wir noch finden. War er denn? Also irgendwie sind wir auf der falschen Seite. Ist da einer? Wo ist der andere? Was stimmt denn jetzt schon wieder hier nicht? Wo ist denn der Planet hin? Nein, wo bin ich jetzt? Hä? Geht scannen nicht? Ich könnte auch kotzen. Sind da nicht um den Planeten geflogen? Wo sind die alle hin? Was soll denn das jetzt? Jetzt können wir die nicht scannen. Sind sie? Ja doch, das ist der, ne? So. Und dann reisen wir direkt weiter ins nächste System. Weiß ich, ich hab's klein geschrieben. So ein Mist. Vielleicht finden wir auch einen Deko-Gegenstand auf dem zensierten Planeten. Auf Anomalien. 11 verschiedene Anomalien. Bin nicht sicher, ob zensiert dazugehört. Sehen wir ja gleich. Solange wir jetzt nicht gegen den Berg knallen. Warum ist denn hier so ein komisches Wetter? Fraglich, wie hoch wir sind. Also zu hoch zum Landen. Da gibt's Würmer. Jetzt, Herrgott, Landeloch, ey. Landebereich nicht frei. Was zum... Ja, lande doch, mein Gott. Ist hier nicht frei. Jetzt lande da. Ja gut, wir können hier nicht landen. Lande doch halt irgendwo. Das Raumschiff. Sag mal, Landebereich nicht frei. Jetzt auf einmal. Das ist eine Scheiße. Blutregen. Ja, super. Und jetzt diese blöden Würmer hin. Die 12 Tiere, das kannst du ja mal voll vergessen.
Wie weit sind die weg? Haben wir so eine Essenskugel dabei? Ja. Kommen wir doch im Leben nicht hin. Was ist denn das? Ja, nee, oh Kacke. So schon mal gar nicht. Nein. Oh. Los, 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 da, da wollen wir hin, da wollen wir hin, da wollen wir hin. Nein! Oh, ich konnte nicht E drücken. Wir sind nicht gestorben. Aber wir stehen im Felsen. Zum Henker. Ja, dann holen wir uns dann diese Dinger als Haustiere. Wir nehmen die großen. So. Klumpen abnehmen. Gleiter übernehmen. So ist das andere Ding. Ja, cool. Das ist eine Seifenblase mit Augen. Aber wir müssen ja sowas von auf zensierten Planeten landen. Wie ist denn das Wetter hier? 12 Grad. Oh. Das da kann ich nicht scannen. Ah, kann ich doch. So, gefährliche Blumen. Ich hätte gern so einen Wurm gehabt. Aber irgendwie nicht geklappt. Aber so ein Tier habe ich noch nie gesehen. Es hat einen Haufen Augen. Echt cool. Oh, jetzt müssen wir die beiden hier erstmal. Oh, und wo ist der andere hin? Der das? Oh. War der das? Oh Gott. Die Richtung will ich. Ist so klein. Vielleicht ist er jetzt im Inventar, weil wir jetzt einen anderen haben. Fühlt sich reizbar. Ja, halt, wir haben ihn nur als Haustier genommen und. Oh nee, wir haben keinen. Leckerli. Oh. Noch ein paar herstellen. So. Ein Wunder, dass wir da nicht landen konnten. Was zum Henker? Was ist das denn für ein Vieh? Das kriegen wir bestimmt hin, dass das irgendwann. Man kann irgendwie ja die Eier verarbeiten. Die legen. Und vielleicht kriegen wir es hin, dass er größer wird. Gut, dann haben wir diese Folge Haustiere gesammelt. Und lebende Regatta bekommen. Ich kann hier nirgends. Hier können wir landen.
Cool, ich höre es nicht. Das ist jetzt aber krass geile Tiere, muss ich ja mal sagen. Naja, vielleicht kriegen wir irgendwann auch so einen Wurm. Wir nennen den da. Ich weiß welcher woanders. Coole Haustiere. Dann wissen wir wenigstens ungefähr, wo wir die herhaben. So. Immer der Mission weiter folgen. Da wollen wir hin. Weil wir wollten ja die Piratenmissionen machen. Also müssen wir uns da wenigstens erstmal hinbegeben. Auch wenn auf dem Weg immer irgendwas dazwischen kommt. Aber diese Kugel mit Augen, die ist natürlich echt cool. 4 Planeten und Mond. Über das so scannen. Und wieder. Dateneinspeisungssequenz erhalten. Quelle unbekannt. Aber was? Ploppt ja nichts auf hier. Ich kann nichts. Kein Kommunikator. Was will der von uns? Weil. Wir haben ja auch immer noch diese Mission ausgewählt. Und die ist es ja nicht. Wir sind ja noch nicht mal im richtigen System. Radioaktiv. Grünlich, ah, Wächter war ja klar. Ah, ein Inselplanet. Grün da und auch Wächter. Jetzt ist nur die Frage, was ist das da hinten? Können scannen, nicht bewegen. Unfruchtbarer Mond. Gut, keine Anomalie dabei. Weil auf Anomalien gibt es immer nur ein Tier. Das wäre echt gut für den Fortschritt. Für die Atlas-Mission. Und daher springen wir einfach immer mit unserem Schiff von System zu System. Ja, nix feindlicher scannen. Ich habe wahrscheinlich gerade versehentlich auf ein Schiff geschossen. Weil einige Schiffe bauen die Meteoriten ab. Ja, natürlich keine Absicht. So. Direkt weiter. Binnen. Gut, DD. Nee, was mache ich denn? Also, diese Schiffe hier, die bauen manchmal die Meteoriten ab und versehen. Wahrscheinlich habe ich gerade drauf geschossen. Piratenmission ist im nächsten System. Weil auf dem Weg zu unseren Missionen, die wir vor dem Atlas noch erledigen war, immer gucken nach Anomalieplaneten, ein Tier, dann scannen und dann hochladen für den Meilensteinfortschritt, damit wir wirklich, wenn möglich, alle Atlas-Missionen in 1 machen können. 5 Planeten. Oh ja, logischerweise ist da einer. Wieder Dateneinspeisung. Oder ist das wegen der Piratenmission? Aber bei einer anderen Mission zeigt er das auch an. Also. Komisch. Also, wenn das jemand weiß.
Kann er mir das gerne sagen. Faulender Planet. Ist da hinten? Oh. Bisschen ärgerlich, wenn man nicht in der Frontansicht ist. Lassen die sich immer nicht scannen. Gefroren. Und was ist der? Oh, warte. Da. Arktischer Planet. Okay. Was ist das da? Das Schiff? Ah, das ist das Schiff. So. Wer, wie, wo, was ist denn jetzt hier? Sehen auch sehr seltsam aus. Können wir uns ja gleich mal angucken. Da wir die Piratenmission heute nicht mehr schaffen, können wir uns ja noch wenigstens die Frachter mal anschauen. Vielleicht ist ja auch eine Fregatte bei. Auch wenn wir ja bald dann lebende Fregatten sammeln werden. Das dauert auch lange, weil wir ja in sehr viele verschiedene Systeme müssen. Und da müssen wir ja wieder im Impulsantrieb fliegen. Und es dauert zum Schnitt 2 bis 8 Minuten, sagt man. Aber ich hatte auch schon 40 Minuten im Impulsantrieb verbringen. Nur damit das Symbol für die lebende Fregatte auftaucht. Sind die neu? Also ich kenne die mit einer Kugel vorne oder mit einem Halb, so mit einem Kreis, aber das hier habe ich auch noch hier gesehen. Oh, B. B-Kampf, warte, Kampf haben wir doch schon welche. Gott, ich sollte mir das aufschreiben. Egal, wir können sie ja entlassen. Aber ein B. Dann können wir die C-Kampfeinheit direkt wieder rausschmeißen. Ja, hier C. Hab keinen Nerv drauf. So. Was zum Henker ist das für ein Systemfrachter? Ich hab noch nie gesehen. Sollten wir. Die sehen ja alle so aus. Am besten mal ein Foto von machen, falls jemand aus der Community die haben möchte. Weil hier ist zum Beispiel so einer. Und da hinten ist auch einer mit einem anderen oben Aufbau. Und hier auch. Nochmal. Bisschen ärgerlich. Wir haben jetzt keine. Hä? Kann ich nicht weiter dahin? Ah. Der Frachter ist halt einfach riesig. Ich krieg den gar nicht aufs Bild. Ja gut, wir müssen noch weiter wegfliegen. Hätte ich nicht gedacht. Das reicht. Stimmt, oder? Ich drücke mal die falsche Taste. Neigen ist 1 und 3. Gehen wir uns näher ran. Ganz langsam, oder?
Nee, was haben wir denn jetzt? Ach, da. Da ist mit Koordinaten, das ist ja cool. So. Ach Mist, da war ja was. Jetzt mache ich Screenshot, mach schmiert es ab. Oh nein. Super. Er hat ein Foto gemacht. So, und da ist auch noch. Ja, da fliegen wir jetzt halt näher ran. Das ist dämlich mit den Fotos hier. Stehen Frachter, Fregatten im Weg. Oh, ist doch nicht wahr. Das ist hier so zugebaut. So, und dann nach da gucken. Muss da hin. Warum? So. So. Das ist ja für den Arsch. Also wenn man nicht mit seinem blöden Schiff hier genau richtig steht. Nee, jetzt ist. Wir müssen den Aufbau da oben sehen. Ist doch scheiße, was soll denn das? Möchte irgendeiner so einen Frachter haben? Wir kriegen jetzt hier kein blödes Foto hin, oder was? Hier, echt jetzt? Ist nicht wahr. Vielleicht kriege ich die Krise und schieß drauf. Ja, so. Bleib stehen. Viel zu nah dran. Die ganzen Schwachsinnsschiffe im Weg. Aber wir sind zu nah. Ist doch scheiße. Fotomodus schön und gut. Ey, kannst du in die Tonne treten. Ist doch nicht wahr. Flieg rückwärts, Drecksgammelschiff. Sehen wir es nicht wegen diesem Schwachsinns. Geh mir nicht auf den Sack hier. Aber. Ja, Viking, mir doch scheißegal. Sack hier. Foto machen. So. Passt. Oh Gott, was sind diese dämlichen Frachter so groß? So? Nee, warte. Man muss oben den Aufbau sehen und vorne, weil es ist ja. Oh, er hat ein Foto gemacht. Wo ist eigentlich die Raumstation hin? Ah, da. Oh nee, ich kann wieder nicht schnell fliegen. Uhuhu. Ist absichtlich so gemacht, dass du nicht abhauen kannst. Weiß, oder? Gut, ich bedanke mich dann vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Beim nächsten Mal werden wir dann die Piratenmission machen. Vielen Dank.